Hallo und herzlich willkommen zurück zu Farm Together. Ja, es ist viel passiert im, ja, den letzten 24 Stunden, passend übrigens zu meinem aktuellen Farm-Level. Und deswegen wollte ich heute noch mal so ein kleines Update-Video machen. Jetzt wird es natürlich gerade dunkel in dem Moment, wenn ich darüber spreche, dass ich ein Update-Video machen will. Super, das hilft mir natürlich sehr. Also, ich werde mit euch ein wenig herumlaufen und noch ein wenig abernten, während ich was am Erzählen bin, teilweise, und euch noch ein wenig erklären, was sich hier alles verändert hat. Ihr seht ja schon im Hintergrund, dass ich ein bisschen was hinzugefügt habe. Also ich habe jetzt hier einmal einen zweiten Gemüsestand noch hinzugefügt, was einfach daran lag, dass ich überhaupt nicht mit den Größen zurechtgekommen bin. Ja, die ich halt vorher hatte. Das ist jetzt nicht so viel mehr, dieser zweite Gemüsestand vom Lager her, aber es war zumindest ein kleiner Lichtblick, den ich jetzt hatte. Ich muss mal eben nebenbei die Fruchtpressen bedienen, weil ich nämlich gesehen habe, dass sie auch komplett voll sind. Dann, nachdem wir jetzt hier die Fische mal kurz angeklickt haben, weil die nämlich auch wieder komplett voll sind, habe ich hier eine Marketingagentur hingestellt. Für mich persönlich sehr, sehr wichtig, denn durch diese Marketingagentur könnt ihr viel mehr Quests machen und ja, ich sag mal auch andere Quests machen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier das Berkshire-Schwein, muss ich 10-mal machen. Das ist jetzt natürlich eine Quest, die nicht sehr, ja, sehr vorteilhaft ist, die man nicht unbedingt zeigen kann. Aber es kommt immer darauf an, was man so davor sieht, ob das Ganze gelb ist oder ob das Ganze Gold ist. Zum Beispiel für die Wissenschaft, das dauert tierisch lange, weil ich dummerweise nur drei von den Bäumen bisher habe. Allerdings habe ich die Farm jetzt ein bisschen stehen gelassen. Das heißt, ich werde definitiv gleich auch noch mehr davon hinstellen. Bisher konnte mein Farmhelfer allerdings schon 15 ernten und insgesamt brauche ich 110, würde dafür aber immerhin 8 Medaillen direkt auf einmal als Belohnung kriegen, einen guten XP-Bonus und nochmal 40 Edelsteine obendrauf. Das sind so diese zusätzlichen Quests, die wir dann erhalten. Und dafür ist diese Marketingagentur einfach ideal. Und ich kann sie euch wirklich nur empfehlen. Ich bin ganz ehrlich, als ich auf Level, ich glaube, es war 20 rumgekommen bin, wollte ich unbedingt eigentlich soweit das Ganze zusammensparen von den Medaillen her, dass ich mir eine Tankstelle machen konnte. Und dann habe ich das Geld, die Medaillen für die Tankstelle noch nicht ganz zusammen gehabt. Also ich hatte 20 von 25. Und dann ist die Agentur freigeschaltet worden. Und ich habe mir gedacht, nimmst du jetzt die Agentur oder nimmst du jetzt die Tankstelle? Bisher, wie ihr seht, im Moment ist noch alles gut aufgefüllt. Bisher komme ich noch mit den zwei kleinen Zapfsäulen hier gut zurecht. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe eine Menge mittlerweile, was ich bearbeiten muss. Wie ihr seht, sind meine Felder doch sehr, sehr stark vergrößert unterdessen. Das liegt daran, dass ich mir sehr viel freischalten möchte. Ihr seht auch hier, es ist so einiges mehr, was wir jetzt mittlerweile setzen können, aber es ist immer noch so einiges, was wir noch nicht freigeschaltet haben. Also schätzungsweise so die Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte ist noch nicht frei. Und dafür braucht man halt viele Sachen. Zum Beispiel müssten die gelben Zwiebeln etwas gelevelt werden. Oder der Kohl muss gelevelt werden. Die Tomate, Chili. Und um all das hier natürlich bewerkstelligen zu können, habe ich mir gedacht, okay, dann setze ich halt immer eine gewisse Anzahl von Feldern ein. Und ich gucke natürlich immer zwischendurch, dass ich auch gerade diese großen Sachen, wenn ich sehe, wie jetzt zum Beispiel hier bei den Erdbeeren oder bei den Trauben, das dauert in der Regel auch ziemlich lange, weil da kann man dann natürlich immer das meiste von der Zeit abkürzen. Also hier seht ihr schon, es ist fast eine Dreiviertelstunde, die ich dann früher ernten kann und das ist wirklich ideal. Hier habe ich zum Beispiel noch ein bisschen was vergrößert. Ich werde mich dann dran setzen, dass ich diese Reihe hier an Weizen dann auch mit Gerste noch ersetze demnächst. Dazu muss ich allerdings auch ein bisschen mehr Geld haben. Also ich werde das so peu à peu immer ein bis zwei Neunerfelder machen. Hier habe ich schon ersetzt, ach nicht Gerste, Roggen natürlich erstmal. Gerste ist die letzte Stufe. Hier habe ich schon ersetzt den Streifen. Hier habe ich schon ersetzt.
Nur den da oben, ich laufe mal, weil das geht ein bisschen schneller, den da oben, den habe ich noch nicht ersetzt, weil mir dazu einfach das Geld zwischendurch gefehlt hat. Mittlerweile ist es so weit, dass der Weizen so hoch gelevelt ist, dass ich auf jeden Fall die Gerste freigeschaltet bekomme. Deswegen werde ich dann natürlich auf, ich will nichts Falsches sagen, auf den Roggen umsteigen, sodass quasi das ganze Feld, was jetzt hier so Mischmasch ist, dann Roggen ist, bis ich dann die Gerste freigeschaltet habe. Und dann werde ich natürlich nach und nach nur noch die Gerste anpflanzen, weil die mir einfach das meiste Geld unterm Strich bringt und natürlich auch die meisten XP bringt. Ja, dann habe ich hier zum Beispiel noch Pilze, also den Edelreizker habe ich hier. Ich habe ganz viele verschiedene bunte Sachen angelegt, alles Sachen, die ich auf jeden Fall, wo ich immer darauf achte, dass die entsprechenden Jahreszeiten drin sind und die ich dann dementsprechend in den Jahreszeiten wechsle. Paprika, glaube ich, dauert, nee, das dauert nicht so lange, das ist in Ordnung. Aber hier müsste ich noch mal eben drüber gehen, weil ich jetzt doch schon ziemlich lange auf Agave warte. Ehrlich gesagt, seit gestern kann ja nicht gewesen sein. Seit irgendwann heute Mittag, ich weiß es nicht mehr genau, warte ich da jetzt schon drauf und versuche es zwischendurch immer so ein bisschen, ja, zu verkürzen, damit ich das endlich machen kann, damit ich meine Quest endlich mal loswerde. Dann hier drin habe ich es jetzt mittlerweile so gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge schon mal gezeigt hatte. Aber ich habe es im Regelfall so, dass ich hier mal Pilzsuppen mache auf den beiden Herden, die hier stehen. Das ist eigentlich das, womit man so am meisten rausbekommt. Es gibt noch ein paar Sachen. Ich glaube, eine Sache, die wird jetzt freigeschaltet bei Level 25. Da weiß ich leider nicht, welche Voraussetzungen ich dafür brauche, sonst hätte ich mich da schon mal drum gekümmert. Die beiden Sachen hier lasse ich erstmal bewusst aus. Die würden mir zwar auch natürlich Tickets bringen. Aber erstens habe ich da eigentlich noch genug von. Also ich habe jetzt 89 Tickets und ich habe gerade mal zwei Farmhelfer. Und zum anderen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch sehr stark darauf aus, dass ich die Erweiterungen machen kann. Das heißt, ich bin überall, wo es nur geht, bin ich Edelsteine am Versuchen zu kriegen. Was dann wiederum gleichzeitig auch heißt, dass mein nächster Schritt, das kann ich euch jetzt natürlich noch nicht zeigen, mein nächster Schritt wäre jetzt, dass ich die ganzen Bäumchen und viele von den Blumen anpflanzen werde, beziehungsweise noch vom Oregano, damit ich noch mehr von den Edelsteinen erhalte, beziehungsweise die halt noch schneller erhalte. Kleiner Tipp auf Level, ich glaube 48 war es, da gibt es das Gummibäumchen, wenn ihr die Voraussetzung freigeschaltet habt. Das ist dann später für euch absolut ideale Einnahmequelle, um Edelsteine zu bekommen. Also da solltet ihr nach Möglichkeit wirklich, wenn ihr es könnt, einen kompletten Farmhelfer für einsetzen, mindestens. Also später, wenn ihr weiter expandiert, solltet ihr zwei am besten machen. Aber mindestens einen dafür komplett einsetzen, die Gummibäumchen zu ernten, weil ihr dann doch immens viele Edelsteine im Vergleich dadurch bekommt. So, wie ihr hier schon sehen könnt, ich habe mir meine Bäumchen so ein bisschen zurecht, gestellt. Ich habe die Apfelbäume ein bisschen durcheinander hingesetzt, fällt mir gerade auf. Aber ich habe so einiges andere noch hier drin. Also ich habe hier zum Beispiel Nüsse vertreten, ich habe Pilze vertreten, ich habe hier sogar Edelsteine vertreten, einmal im Jahr. Und ja, wie ihr seht, mein Farmhelfer, der guckt jetzt, dass er so ungefähr im Laufe einer halben Jahreszeit das Ganze hier aberntet. Und ja, ich kann nur sagen, arme Sau, er muss alles zu Fuß machen. Das muss ich glücklicherweise nicht machen, weil ich habe ja meinen Traktor. Hier hinten die Tiere, die lasse ich dann immer für, wenn ich die Quest brauche. Das habe ich euch ja schon mal erklärt. Lasse ich die erstmal so, wie sie sind, fertig da drin. Zwischendurch wechsle ich sie dann immer mal hier rein zu dem zweiten Farmhelfer, den ich mittlerweile aufgestellt habe. Der kümmert sich ebenfalls um die Apfelbäumchen, weshalb auch mein Obstvorrat bisher immer gut gefüllt ist. Ich glaube, ich brauche, ich weiß gar nicht mehr so genau, ein bis zwei Jahreszeiten, damit das wieder komplett voll ist, meine ich. Hier das Schweinchen, da können wir natürlich noch ein etwas mehr dazu setzen. Das machen wir mal eben nebenbei, weil da braucht man dann doch ein bisschen mehr von. Zumindest, dass es schon mal drei sind. Und hier, das sieht ein bisschen komisch aus mit dem Teich, aber wenn wir uns hier draufstellen, das kann ich euch mal kurz zeigen, geht das da hinten in seinen Wirkungsbereich bis an die Grenze.
Und da ist jeweils ein Feld von den Fischen drin. Das heißt, dass ich mit diesen einen Farmen helfe, alle Fische, die ich bisher habe, bewirtschafte. Das heißt, die beiden werden geangelt und hier diese kompletten Fische, die alle hier dranhängen, die werden auch alle durch die eine Stelle da hinten von dem weggeangelt. Und das ist für mich persönlich zum einen natürlich eine extreme Entlastung. Zum anderen habe ich festgestellt, dass wenn ich die Farm mal einfach eine halbe Stunde, Stunde stehen lasse, ich dann auf einmal ein volles Lager von Fischen wieder habe, weil die Fische dann wieder nachgeangelt wurden, was ich so gar nicht mitbekommen habe und was ich persönlich dann vermutlich auch in der Zeit gar nicht gemacht hätte. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Wir haben jetzt wieder eine Medaille bekommen, dann kann ich euch das mal kurz zeigen. Die Marketingagentur gibt euch Aufträge von sehr kurz über kurz bis mittel und lang. Lang kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr eine sehr, sehr gut ausgebaute Farm habt, wo ihr gut Rohstoffe bekommt. Also Rohstoffe jetzt im Sinne von Ernte, von dem, was ihr von den Tieren bekommt und so weiter. Mittel würde ich euch so ein bisschen für den Übergang empfehlen, wenn eure Farm doch schon um einiges größer ist als meine jetzt. Und wenn ihr von allem mehr stehen habt, sage ich mal, ich persönlich mache immer kurz. Und da seht ihr jetzt, wir brauchen Erdnüsse, Chili und den Anglerfisch. Den Anglerfisch haben wir, Erdnüsse bin ich sowieso dran. Und der Quest, die gerade angepinnt ist, sind Erdnüsse. Moment, da sind 130. Genau, da sind 130 und da 120. Ist aber nicht schlimm. Ich mache das jetzt trotzdem mal dahin. Ich hoffe, dass ich dann nicht die letzten 10 irgendwie übersehe, weil ich dann nämlich auch Chili dran denke, dass ich den dann auch noch anpflanzen muss. Ja, ich werde demnächst mal schauen, wenn ich so ein, zwei Tage weiter bin, dass ich noch ein zweites Haus anfange zu bauen. Da kann ich euch eigentlich nur empfehlen, ich meine, ihr könnt das Ganze auch mit Edelsteinen machen, aber die würde ich ganz ehrlich aufsparen, damit ihr auf jeden Fall die Erweiterung so schnell wie möglich machen könnt. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, auch wenn das im Vergleich doch sehr teuer ist, als nächstes Haus das Wikingerhaus zu nehmen. Das kostet satte 50.000, aber, und das kann ich euch gleich zeigen, beziehungsweise zeige euch das gleich auch mal. Ich habe jetzt Blumen, also mehr Blumen angepflanzt und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, ich habe die Blumen von hier vorne weggemacht. Diese 50.000 ist ungefähr ein Drittel bis ein Viertel, ja, sagen wir ein Viertel, glaube ich, ungefähr, was ich jeden Morgen, wenn ich mich oder mittags, wann auch immer, wenn ich mich einlogge, bekomme. Und wenn ich dann so ein Haus 4 Tage lang jeweils morgens einmal nach dem Ernten der Blumen einfach da draufklicke, dann ist das Haus relativ schnell fertiggestellt und man hat wieder ein zweites Haus, wo man sich eben Tickets holen kann. Finde ich persönlich sehr, sehr wichtig. Das nächste wäre jetzt übrigens, also der dritte Farmhelfer, der würde jetzt 18 Medaillen kosten. Wenn ich die erste Tankstelle habe, ist das mein nächstes Ziel, was die Medaillen angeht. Und dann müsste ich mal schauen. Also so mit Medaillen macht man ja ansonsten eigentlich nicht so viel. Später kann man natürlich noch Häuser mit Medaillen bauen. Zapfsäulen würde ich nie wieder bauen, sobald ich die Tankstelle freigeschaltet habe, weil die wesentlich mehr bringt. Man kann es hier auch sehen, eine Zapfsäule füllt 0,5 auf, eine Tankstelle füllt 2,5 auf und die hat auch nur, also auffüllen jetzt im Sinne von, dass die wieder aufgefüllt wird, so. 2,5 Liter, sage ich jetzt mal. Und die Zapfsäule hat gerade mal 250 Liter als Volumen überhaupt drin und die Tankstelle hat das Vierfache als Volumen drin. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, wahrscheinlich werde ich vor dem Farmhelfer noch ein Reiseziel machen, weil, dazu kommen wir jetzt, ich war fleißig und habe hier nach links weitergearbeitet. Und habe nun vor, komplett nach unten zu arbeiten, dass ich dann unten die Bäumchen hinstellen kann, die ich dann von links nach rechts mit der Zeit machen werde. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache, weil die Fische werde ich auf jeden Fall ganz rechts wieder bauen. Das ist so für mich das, was sich irgendwie am meisten bewährt hat, finde ich. Deswegen. Und ich mache die Bäume mal unten und die Blumen oben, weil ich in der Mitte dann hier die Bushaltestelle irgendwo hinmache. Und dann können die Leute selber entscheiden, möchten die nach oben fahren zu den Blumen oder halt eben Porten. Können sie dann natürlich später auch. Oder nach unten.
Weil manche, die fahren auch wirklich oder laufen einfach durch die Gegend und gucken sich das Ganze an. Wie ihr seht, hier in der Übersicht habe ich jetzt schon einiges mehr an Blumen. Also eigentlich soll es bis hier unten gehen. Leider hat die letzte Reihe passte nicht mehr rein. Das ist so als Erinnerung für mich sozusagen, dass hier eine Reihe unten noch drunter kommt und ich mehr auch nicht machen werde von den Blumen. Ich laufe jetzt mal mit euch zusammen zu der Seite hin und dann zeige ich euch mal. Es ist jetzt im Moment noch nicht alles, wobei jetzt hier in der Ecke ist jetzt schon so einiges, aber die natürlich jetzt am meisten bringen. Hier zum Beispiel die Tulpen. Gut, die kann man eigentlich nur alle 2 Tage mitrechnen, aber die habe ich natürlich jetzt auch mit eingerechnet bei den fast 200.000, die ich heute Mittag bekommen habe. Die hier machen einen Riesenbatzen Geld aus. Und die können wir jetzt leider nicht mit einrechnen. Aber wir sehen uns jetzt mal die Blumen an, die regelmäßig kommen. Also wir hatten jetzt so 22.000, etwas über 22.000 hatten wir jetzt gerade drin als Start. Und ich werde jetzt einfach mal die ganzen Blumen hier abernten. Das werde ich dann mit euch ein bisschen im Zeitraffer machen, würde ich sagen. Oder habe ich noch irgendetwas, worüber ich reden kann? Eigentlich nicht. Ich habe euch schon soweit alles gesagt, was wirklich wichtig ist. Ich bin im Moment übrigens, bevor ich das vergesse, im Moment mein großes Ziel ist es jetzt vom Level her auf Level 28 zu kommen. Weil dann werde ich nämlich die ersten großen, was heißt die ersten? Dann werde ich nämlich die großen Lager bekommen. Die sogenannten Lagerscheunen. Und das gibt uns so einiges mehr am Platz. Und ihr dürft auch nicht vergessen, eine Lagerscheune gibt natürlich mehr Lagerplatz für alle eure Waren. Also das ist jetzt nicht so, wie wir es jetzt zum Beispiel hatten mit den Fruchtpressen, dass jetzt da die Kapazität des Obstes so extrem hoch geworden ist, weil wir da 5 Fruchtpressen hingestellt haben. Wobei ich die auch mit der Zeit dann nochmal erhöhen möchte und da zumindest 10 hinstellen möchte, dass man genug zum einen ins Lager tun kann und zum anderen ja, einmal so den Wust einmal alle 10 durchgehen und dann hat man schon wieder eine Medaille zusätzlich. Ich weiß, was ich jetzt mache, ist nicht optimal. Das würde ich normalerweise auch nicht machen. Aber ich wollte jetzt die zumindest noch eben zu Ende machen. Übrigens, die Blumen hier, da habe ich mir auch ein zweites von hingestellt. Da warte ich immer noch auf dieses große ja, Lager, sage ich jetzt mal, diese große Verkaufsstelle von den Blumen. Leider, leider sind das nur eine der letzten, die man überhaupt bekommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind Sachen, die ich überhaupt nicht verstehe, was das Spiel betrifft. Also ich gehe davon aus, dass die Spielemacher uns da einen großen Stein in den Weg legen wollten. Vielleicht war es auch nur Zufall, vielleicht haben sie es absichtlich gemacht, ich weiß es nicht. Hier werde ich übrigens nochmal drüber gießen, weil wie man unten links sieht, ist da sehr, sehr wenig Wasser drin. Und dieser Regen ist zwar sehr schön, der jetzt gerade aktuell ist, aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass mein Lager jetzt gleich schon wieder voll ist. Aber so schnell sind die beiden leider noch nicht durch, deswegen mache ich das jetzt hier nochmal eben. Das Problem ist halt mit dem Regen, der füllt zwar natürlich die Wasservorräte unten bei den Blumen auf, aber der füllt die nicht so immens auf, wie es eigentlich aufgefüllt werden müsste und wie es halt eben auch mein Traktor macht. Oh, jetzt sind wir fertig, perfekt. Oder geht das weniger? Ne, das geht 1 Minute. Hat das doch so lange gedauert, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir gehen auch noch mal kurz zu den Fischen rüber, weil da anscheinend auch gerade geangelt wurde, damit da wieder ein bisschen mehr Platz ist. So, jetzt muss ich selber mal gucken. In die Richtung haben wir angefangen, genau. Ich würde gerne auch den gelben Mohn hier hinstellen. Ich scheue mich da im Moment aber noch ein bisschen vor, weil normalerweise mache ich es so, dass ich immer die nächsten Blumen mindestens, wenn ich es kann, im Neunerfeld hinstelle. Deswegen habe ich jetzt hier übrigens auch was freigelassen. Also nicht, dass ihr euch wundert, weil diese Rosen, die da hinten sind, die weißen und die gelben Rosen, da gibt es noch 2 andere Farben von, die kommen dann dazwischen. Hier kommt dann nochmal der gelbe Mohn zwischen. Und hier sind alles so Blumen, oder habe ich zumindest angefangen, alles so Blumen hinzustellen, die ja alleine sind, sage ich mal. Also wo es keine Weiterentwicklung von gibt.
So, der Oleander hier, das ist der, den ich vorhin gemeint habe. Der gibt uns sehr, sehr viel Geld. Also das ist nochmal eine richtig gute zusätzliche Finanzspritze, die wir erhalten. Und natürlich die Tulpen. Die geben uns dann auch leider nur alle 2 Tage nochmal massiven Schub an Geld, was wir dann erhalten. Hier habe ich auch schon angefangen durch den Oregano. Ja, der ist auch wieder gleich fällig. Da machen wir auch noch mal ein bisschen mehr rein. Durch den Oregano ein bisschen mehr Edelsteine zu verdienen. Das kann ich jetzt glücklicherweise, wo ich wieder ein bisschen gesammelt habe, kann ich das auch wieder ein bisschen erweitern. So, und so mache ich das im Endeffekt immer, wenn ich dann wieder ja, 200, 300 Steine, Edelsteine habe, dann erweitere ich hier den Oregano und dann kann ich halt eben alle 3 Stunden war es, glaube ich, nee, alle 4 Stunden kann ich dann wieder entsprechend mehr Edelsteine sammeln. Ich habe jetzt aber gerade gesehen, ah, perfekt, blaue Hortensien, das ist sehr schön, da gibt es die nächste Weiterentwicklung. Da habe ich drauf gewartet, weil es gibt nämlich noch, das ist eigentlich Blödsinn, was ich mache, ich kann mich ja hin teleportieren. Auf der Seite. Es gibt nämlich noch 2 andere Farben. Ich würde sagen, das ist Blödsinn, dass es sogar 3 andere Farben gibt. War Blau wirklich das zweite? Okay, es war das zweite. Gut, okay. Dann baue ich da einmal was hin, weil ihr habt ja gerade gesehen, es sind jetzt 30.000 knapp runtergegangen. Ich glaube, etwas mehr als 30.000. Das heißt, wir waren bei Mitte 80.000, nachdem wir jetzt das Ganze hier abgeerntet haben. Und was mache ich denn? Und wenn man bedenkt, dass wir bei, ich glaube, 22.000 eben angefangen haben und noch nicht den großen Boost, sage ich mal, mit dabei hatten, Boost nebenbei, sollte man natürlich machen, bevor man die, also holen, bevor man die Blumen aberntet, damit man halt dementsprechend wesentlich mehr XP auch bekommt und natürlich auch mehr Ernte. Wobei mehr Ernte bei mir natürlich jetzt Blödsinn ist, weil die 150, diese mickrigen 150 Plätze von den Blumen, die sind so schnell belegt. Das ist, ja, es ist wirklich nicht mehr schön. Und man braucht halt ein gewisses Level. Es war auf jeden Fall weit über 40, meine ich, bis man endlich das bekommen kann, was ich schon die ganze Zeit haben möchte. Ich schaue mal eben nach, ob ich das jetzt so auf Anhieb mit dem Schatten finde. Das dürfte das für die Fische sein. Das bekommt man dann ab 30. Das ist übrigens sehr schön, weil das natürlich auch nochmal die Kapazität erhöht. Hier ist es. Das ist das Ding für die Blumen. Und da muss ich leider warten, bis ich quasi die umgedrehten Zahlen habe, nämlich Level 42. Und das ist das Allerwichtigste, was man oder was ich zumindest haben kann in diesem Spiel, dass man diese Sachen hier bauen kann. Das hier, das für, also diese große Variante für die Felder, also für den Roggen und so und Weizen. Das ist ganz wichtig. Und so viel wie ich ernte, wobei ich glaube, das war jetzt das Obst, sind die beiden auch wichtig. Einmal das Obst, das wird aber jetzt schon bei der nächsten Stufe freigeschaltet. Und irgendwo haben wir auch noch was Ähnliches, was ich jetzt gerade am Schatten ehrlich gesagt nicht erkenne. Nee, das kann ich jetzt gerade, aber es ist hier oben auch nicht drin, wie ich gerade sehe. Damit kann man dann die größere Variante von dem Gemüse verkaufen. Und das ist für mich persönlich dann auch wichtig. Aber am allerwichtigsten sind immer die Blumen, weil ich kann euch wirklich nur empfehlen, von Anfang an auf Blumen zu gehen. Ihr habt gesehen, was das hier oben bringt an Geld, wenn man das, ja, wenn man die Hälfte, sage ich mal, davon alle paar Stunden mal erntet. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, holt euch einen Boost, macht euch größere Felder und am besten bis Stufe 3 ausbauen, bis zur Gerste. Und das dann peu à peu immer wieder aktualisiert auf das nächsthöhere. Und davor den Booster holen, von dem ich ja in der letzten Folge, glaube ich, schon gesprochen habe. Also sprich bei anderen auf der Farm zu arbeiten. Und das dann abernten. Also am besten macht es wirklich so, bevor ihr zum ersten Mal auf die Farm geht, holt ihr euch den Booster und dann erntet ihr erstmal alles ab. Dann erntet ihr die Blumen ab, dann erntet ihr die Felder ab, also besonders diese Felder hier. Die Fische könnt ihr dann auch machen. Das wäre eigentlich sogar noch am besten, wenn ihr das macht und nicht der Farmhelfer, weil der Farmhelfer wird normalerweise sich immer erst zu den Bäumen begeben. Ich glaube,
Dann geht er zu den Tieren, ich bin mir nicht sicher, aber die Fische kommen, so wie ich es beobachtet habe, immer als letztes dran. Und also ich nehme mal an, weil die Bäume mit der Zeit ja weggehen, also da kommen ja immer neue Jahreszeiten. Und ich meine, er ging erst zu den Tieren. Warum das, weiß ich nicht, das ist vermutlich dann eher Zufall. Und schon wieder haben wir hier die Fische voll, das Fischlager voll, wie man sehen kann. Ja gut, für Eier und Salz beziehungsweise Gewürze habe ich mir noch nichts hingestellt, weil es mir einfach zu teuer war. Da müsste ich eigentlich auch mal was hinstellen. Andererseits, naja, Eier, okay, das würde sich noch lohnen. Würde ich sogar fast sagen, dass wir da auf jeden Fall mal eins reinmachen. Das sind auch nur 15. Das ist jetzt nicht so teuer. So, dass wir da zumindest ein bisschen was auch mal verkaufen können. So sind immer 20. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Wert. Und ja, den Rest, ich glaube, die Gewürze beziehungsweise das Salz bekommt man, indem man Oregano. Ja, genau, dadurch bekommt man Salz. Also in meinem Fall wäre es, oder in eurem vermutlich dann auch, wäre es eigentlich schon ganz gut, dafür was hinzustellen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die 50 Edelsteine wollte ich mir eigentlich sparen. Aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen. Ja. Also ich werde es mir wohl nicht sparen können, weil ich über kurz oder lang ja sehr viel Oregano eben auch abernten werde. Dementsprechend. Da könnt ihr übrigens immer alles von verkaufen, weil das braucht ihr wirklich für nichts. Also diese Salze, wüsste ich jetzt so spontan nichts, wofür man es braucht. Die Blumen, da solltet ihr immer so ein bisschen was drin lassen, weil da gibt es nämlich auch spezielle Sachen. Beim Malen zum Beispiel, da braucht ihr Blumen für. Fisch, Pilz, Gemüse, Obst, das sind die Sachen, die man am meisten braucht. Trauben auch teilweise, die man am meisten braucht am Herd. Also da solltet ihr immer ein bisschen was drin lassen, so 20 oder so sollten es schon sein. Oder wie ich ein bisschen spekulieren, okay, es wird jetzt demnächst wieder was reinkommen. Dementsprechend kann ich jetzt vielleicht einmal mehr draufklicken oder auch nicht. Also das ist dann immer natürlich ein bisschen Entscheidungssache und euch überlassen. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen? Also ich bin hier sehr fleißig gewesen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe jetzt in den letzten, ja, vorgestern nicht, aber heute habe ich jetzt doch meine Zeit auch mal genutzt hier in der Farm. Vieles zu investieren, also an Zeit. Und ihr müsst es nicht so machen wie ich. Wenn ihr erstmal nur die Level hochschrauben wollt, kann ich euch nur empfehlen, und vielleicht habt ihr auch nicht so viel Zeit, dann kann ich euch nur empfehlen, hinten den Weizen und den Roggen so weit hochzubringen, dass ihr irgendwann die dritte Stufe habt, nämlich die Gerste. Ansonsten kann ich euch wirklich nur empfehlen, Melonen zusätzlich zu machen. Nicht als einziges, das würde ich nicht, es sei denn, ihr habt wirklich unheimlich wenig Zeit, die ihr auf der Farm verbringen könnt. Aber die Melonen kann ich euch sonst nur noch empfehlen, gerade für den Anfang. Aber wirklich macht die zusätzlich, weil die dauern, wie gesagt, 2 Tage. Wenn ihr regelmäßig bewässert, dauert das Ganze ungefähr einen Tag. Aber da müsst ihr natürlich auch dementsprechend viel Zeit investieren. Wenn ihr aber sagt, ihr möchtet unbedingt, und das ist jetzt mein Ziel, ihr möchtet unbedingt so viel wie möglich freigeschaltet haben, wenn ihr denn in die Lage kommt, ja, dass die Farm halt eben wächst und gedeiht, und ihr möchtet halt hier von dem, was ihr anbauen könnt, möchtet ihr eine große Auswahl haben, beziehungsweise irgendwann natürlich hier alles freigeschaltet haben. Dann kann ich nur sagen, macht es am besten so wie ich. Legt euch so kleinere Felder an. Vielleicht schreibt ihr euch auch das eine oder andere noch auf. Das habe ich zum Beispiel so gemacht. Ich hatte bis vor kurzem zum Beispiel noch den Lauch. Ne, Moment, der Lauch ist noch drauf. Der, ich bin gerade am Überlegen, aber eigentlich schon. Ach nee, der ist noch auf Level 4. Okay. Da weiß ich zum Beispiel, dass der bis Level 8 nur hochgepusht werden muss, und dann habe ich das Feld wieder frei. Und alle Felder, die für mich dann natürlich später frei werden und die ich nicht für die Erweiterung, also für die nächste Entwicklung davon brauche, die kann ich dann natürlich später wieder nutzen, um dann mein Gerstefeld da hinten komplett auszubauen. Dass das vielleicht irgendwann, wenn ich soweit bin, so bis hier zur Hälfte ist zum Beispiel. Und dann habe ich einen immensen Boost an XP und einen immensen Boost an Geld, was ich dann jedes Mal erhalte.
Ja, ich hoffe, ich habe jetzt soweit alles gesagt. Ich meine, ihr habt es ja auch gesehen und bin mal wieder ziemlich über meine Zeit gegangen, aber es gibt dann doch immer sehr viel zu erklären. Wie gesagt, ich habe nach oben gearbeitet und nach links, um dann da erstmal mit den Blumen anzufangen. Mein Ziel ist natürlich, mit dem Geld, was ich von den Blumen bekomme, nach und nach die kompletten Blumenreihen oben zu machen. Und dann natürlich auch neue Blumen freizuschalten, das ist klar. Also neue ja, Erweiterungen von den einzelnen Blumenarten. Dann möchte ich ganz links, ich zeige euch das nochmal hier, komplett nach unten arbeiten. Hat den Vorteil, das nächste wäre dann schon die Höhe, wo das mit den Tieren anfangen würde. Das heißt, ich könnte da jetzt zum Beispiel die Tiere so ein bisschen sortieren. Wenn ich denn soweit bin, würde ich da auch den ersten. Also den dritten Helfer, den ich jetzt bekomme, würde ich dann hier oben auch hinstellen. Und der kann sich dann regelmäßig darum kümmern, dass die Tiere halt bewirtschaftet werden, die da stehen. Macht nicht zu viel am Anfang, aber baut es euch schon mal so ein bisschen so auf, wie ihr es später haben möchtet. Da angrenzend zu den Tieren sozusagen, werde ich dann hier unten dementsprechend, wenn ich weiter nach unten gebaut habe, mit den Bäumen anfangen. Und die werden dann ähnlich wie hier oben mit den Blumen von links nach rechts durchgearbeitet. Ganz rechts kommt dann über die komplette Breitseite, kommt dann eine riesige Fischfarm hin. Und mit dem Rest hier in der Mitte muss ich dann mal gucken, was ich da mache, weil es wird ja die Community Farm. Ich möchte da etwas Schönes hinsetzen. Ich möchte Sachen hinsetzen, ja, die vielleicht schön aussehen, vielleicht so eine Art Labyrinth oder Abenteuerpark oder irgendwie sowas in der Richtung. Da werde ich dann mal schauen, vielleicht mache ich dann auch eine Abstimmung oder sowas, was ihr am liebsten sehen wollt. Was weiß ich, ein riesiges Labyrinth mit ja, am besten verschiedenen Seiten, auch wo man reingehen kann, wo man sich vielleicht auch reinporten kann, weiß ich nicht, oder nicht reinporten kann, sondern man muss es wirklich dann selber machen. Also das ist dann auch noch so eine Überlegung. Vielleicht verzweifelt dann noch jemand dran, obwohl man auf der Übersichtskarte sieht man ja eigentlich, wie man da hinkommt. Also verzweifeln wird wohl keiner. Es soll auch so ein bisschen, naja, in Anführungszeichen realistisch aussehen, natürlich teilweise. Vielleicht ein kleiner Rummel in die Ecke, beziehungsweise ein größerer Rummel. Das Ganze ein bisschen ausbauen, zum Beispiel ein Schloss hinstellen, das Schloss von innen schön einrichten und draußen so ein bisschen märchenhaft vielleicht noch gestalten oder so. Also ich habe sehr, sehr viele Ideen, die ich gerne umsetzen würde. Aber naja, wir sind kurz vorm 25. Level. Ich brauche noch mindestens dreimal so viele Level, damit ich sagen kann, ich habe hier soweit alles ausgebaut. Deswegen sind das im Moment nur Zukunftsvisionen. Außerdem muss ich natürlich auch gucken, wie ich das am besten mache. Ich möchte nämlich ein großes Feld definitiv noch mit Gerberas pflanzen. Das sind die Blumen, die am allermeisten XP und am allermeisten Geld bringen. Und die für mich natürlich dann am effektivsten sind, um diese Farm hier ja schnell und kosten- oder vom Aufwand her günstig expandieren zu lassen. Und wie gesagt, es ist halt alles automatisiert bei mir. Also gut, es wird natürlich noch manuell abgeerntet, aber ich werde es immer so machen, dass alle meine Tiere gefüttert werden, definitiv. Also dass immer ein Feld von den Tieren jeweils bei den Helfern ist und ja. Wenn ihr möchtet und irgendwie XP sammeln möchtet oder so und ich bin gerade online, dürft ihr natürlich dann später jederzeit auf meine Farm kommen und mir helfen, für euch XP suchen. Und ja, da wird auf jeden Fall eine Menge zu tun sein, aber sicher auch mit der Zeit eine Menge zu sehen sein. Ich bin ehrlich gesagt jetzt schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin natürlich auch aufgeregt, wie es bei euch ankommt, aber ich bin auch aufgeregt, ja, was ich alles und wie ich das alles umsetzen werde und was von dem, was ich vorhabe, ich dann auch wirklich alles machen kann. Eventuell werde ich das mit den Fischen ein bisschen kleiner machen oder so. Ich weiß es nicht so genau, weil später, wenn man natürlich genug hat, dann braucht man nicht mehr ganz so viel von allem, was man hat. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und werde euch dann im nächsten Video hoffentlich wiedersehen, wenn die Farm dann nochmal einen größeren Schritt gemacht hat und ich euch dann zeigen kann, wie ich das Ganze wieder ein bisschen umgestellt habe, wie es ein bisschen strukturierter geworden ist und, und. Bis zur nächsten Folge. Ciao!